Ja, moin Leute, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und ich sitze heute mit so ein bisschen Wehmut in meinem Tesla Model S 75, Baujahr 2016, denn der Wagen steht zum Verkauf. Ja, ihr habt richtig gehört, ich trenne mich von meinem Model S. Das hat jetzt nicht den Grund, dass ich damit unzufrieden bin, sondern es wird jetzt doch nach 5 Jahren einfach mal Zeit für was Moderneres. Und was das ist und wie meine Überlegungen dazu waren, das erfahrt ihr hier in diesem Video, also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, mein Model S steht zum Verkauf. Es hat mich jetzt 5 Jahre lang treu begleitet und war in vielen Videos der Hauptdarsteller. Ja, in jedem Fall, ich verkaufe den Wagen jetzt. Ich habe ihn 5 Jahre gefahren, war mega zufrieden damit und es war im Prinzip das beste Auto, was ich je hatte. Ich habe auch noch nie im Leben ein Auto länger gefahren als dieses Modell Tesla Model S. Also, das sagt ja schon alles aus. Ja, aber mittlerweile gibt es so viel Neues auf dem Markt und die Technik entwickelt sich ständig weiter. Da ist es ganz klar, dass man nach 5 Jahren irgendwie mal Bock hat, was Neues zu fahren. Ja, und was kommt denn jetzt eigentlich für mich in Frage? Ja, der Wagen hat ja eine gewisse Größe, ein gewisses Platzangebot und auch eine gewisse Reichweite. Da möchte man sich natürlich nicht verschlechtern. Also vielleicht möchte man sich sogar auch vielleicht ein bisschen verbessern. Dementsprechend fallen natürlich einige kleinere Autos raus. So ein SUV-Freund bin ich ehrlich gesagt auch nicht. Wobei, es gibt so ein paar SUVs, die finde ich richtig klasse. Ich habe ja auch mittlerweile so gut wie jedes Elektroauto, was es auf dem Markt gibt, Probe gefahren. Wobei, ein paar Kandidaten gibt es da noch, die fehlen da auf meiner Liste. Aber viele dieser Autos, die ich Probe gefahren habe, die haben mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und die könnte ich mir für mich auch irgendwie vorstellen. Ja, es gibt da eben auch so ein paar Bedingungen, die ich habe. Da ist ja, was ich vorhin schon gesagt habe, einmal das Platzangebot. Da war ich hier im Model S ja doch relativ verwöhnt, denn diese Kiste, die ist ja nun riesig groß, hat einen riesigen Kofferraum mit einer super großen Heckklappe. Da passt der Hund, unser Hund Myla, natürlich ganz toll rein, kann auch sehr gut Langstrecken da fahren. Wir haben vorne einen riesen Frunk, wir haben unter dem Kofferraum noch riesen Stauraum und wir können hier eine Dachbox draufbauen, sodass wir mit der Familie und dem Hund hier locker Langstrecken fahren können. Und das wäre schon so, dass ich mir das wünsche, dass das neue Auto das zumindest in Ansätzen auch kann. Ja, und ich komme ja aus der IT und Software ist für mich sehr wichtig. Also sollte der Wagen, wenn es geht, auch eine akzeptable Software haben. Also sie sollte eben auch das tun, was ich erwarte. Sie sollte gut funktionieren, sie sollte sehr flüssig sein, sie sollte keine Bugs haben und nicht ständig abstürzen. Sie sollte auf jeden Fall auf Deutsch verfügbar sein. Ist ja auch nicht bei jedem Auto so, was ich getestet habe. Und sie sollte eben auch eine vernünftige Ladeplanung haben und vielleicht auch noch so ein paar Gadgets, die man eben cool findet oder so, dass man auch so ein bisschen Freude dran hat, diese Software zu benutzen. Ja, und die anderen elektrischen Werte, wie zum Beispiel Reichweite, was natürlich auch mit der Akkugröße zusammenhängt, aber eben auch mit der Effizienz und natürlich die Ladeleistung, dass man eben nicht zu lange steht und so. Also das sind auch so Kriterien, da lege ich schon Wert drauf. Und ein Auto, was einen großen Akku hat, aber eine ganz schlechte Ladeleistung, das wäre dann doch nicht was, was ich mir wünschen würde. Ja, und ein Kriterium ist natürlich auch die Lieferbarkeit und natürlich der Preis. Ich wollte jetzt nicht Monate oder sogar ein Jahr auf das Auto warten müssen. Und vom Preis her, na klar, ich bewege mich da in Regionen, das ist schon relativ Oberklasse und natürlich nicht günstig, das weiß ich. Aber ich möchte den Wagen gerne leasen, so für 3 Jahre. Von daher ist das vom Preis her eben relativ. Und natürlich das Thema Verarbeitung. Da war ich ja hier im Tesla Model S nicht unbedingt total verwöhnt. Das ist bei den anderen Teslas, Model Y und Model 3, zumindest aus China und Grünheide, sehr, sehr viel besser geworden. Bei dem Model S und X aus Fremont leider gar nicht. Das ist auch so ein Ding, wo ich denke, ja, wäre schön, wenn die Verarbeitung gut wäre, wenn das ganze Ding auch ein bisschen hochwertig aussieht und nicht knarzt, klappert und ächzt und stöhnt. Also das wäre für mich auch sehr wichtig. Und dann sind wir halt am Ende unterm Strich bei nur einer Handvoll Autos, die für mich so in Frage kommen. Und ich kann euch ja mal einfach sagen, wer da so als Kandidat mitgespielt hat. Also zum Beispiel den Genesis EV60 fand ich ziemlich cool. Ist ein SUV. Klar, ich bin nicht so der SUV-Fan, aber irgendwie finde ich den Wagen cool. Der wäre was gewesen. Ist also auf der Liste natürlich ein Porsche Taycan, dann aber als Sports Turismo natürlich, damit ich irgendwie den Hund hinten reinkriege. Ist natürlich, was die Außenwirkung angeht, auch nicht unbedingt jedermanns Sache, ist aber meiner Meinung nach eins der besten Elektroautos momentan weltweit. Natürlich die Mercedes, ich bin ja jahrelang Mercedes gefahren, vor Tesla, also EQS, EQE.
Das sind auf jeden Fall Kandidaten. EQE hat den Nachteil, die Heckklappe, das ist im Prinzip für den Hund nichts, das kann ich vergessen. Der EQS ist mir eigentlich zu groß, den bin ich ja auch schon Probe gefahren. Wobei er ist auch nicht so viel größer als ein Model S, aber irgendwie beim Fahren hat der EQE mich tatsächlich emotional nicht mitgenommen. Von daher würde ich sagen, ist es auch nicht so das Auto, was ich mir wünschen würde. Und da gibt es ja noch ein paar andere SUV-Kandidaten, sei es von Volvo, die mir sehr gut gefallen haben, oder eben auch der Audi e-tron Q8, wie er jetzt, glaube ich, heißt. Auch nicht schlecht. Ja, und jetzt hat sich halt die Spreu vom Weizen getrennt und die Entscheidung ist gefallen. Und jetzt könnt ihr mal in die Kommentare unter dieses Video schreiben, was ihr jetzt gedacht habt, das Video geht ja noch ein bisschen, für welches Auto ich mich jetzt entschieden habe. Und dann klären wir das gleich auf und dann könnt ihr mal sehen, ob ihr recht hattet. Also müsst ihr es aber jetzt reinschreiben, bevor ihr wisst, was es wird. Ja, und es ist tatsächlich wieder ein Tesla geworden. Tesla Model S Long Range, Modell 2023 natürlich, in schwarz mit 19 Zoll Felgen und weißem Interieur. Ich kann euch sagen, es sieht rattenscharf aus, das seht ihr ja gleich noch im Video. Was hat den Ausschlag gegeben? Natürlich kenne ich das Fahrzeug in- und auswendig, ich weiß, was ich hier bekomme. So ein Model S, gerade aus Fremont, hat natürlich Schwächen, das weiß ich. Dazu gibt es auch noch ein extra Video, aber es hat unheimlich viele Stärken und die haben mich einfach überzeugt. Da ist zum einen natürlich ganz vorne die Software und die ganze Konnektivität. Also das ist einfach spitzenmäßig, was Tesla hier bietet. Das kann kein anderer Hersteller. Das ist einfach so, das muss man auch mal akzeptieren. Und was hier wirklich eingebaut ist an Software, das begeistert mich einfach. Und das hat natürlich einen ganz großen Anteil daran, dass ich mich für dieses Auto entschieden habe. Dann natürlich nicht zu vernachlässigen das große Platzangebot. Ich habe vorne einen relativ großen Trunk, auch wenn er natürlich kleiner geworden ist im Vergleich zum letzten Modell. Ich habe einen riesen Kofferraum, 750 plus x Liter und dann auch Rückbank umklappen, 2 Meter Durchreiche. Ich kann da im Prinzip eine Matratze einlegen, wenn ich es wollte. Der Hund passt locker rein und darunter ist auch noch ein Riesenfach, wo ich Gepäck unterbringen kann. Man kann hier auf das Glasdach auch noch eine Dachbox aufsatteln. Also das sind so Kriterien. Das hat natürlich auch mit dazu beigetragen, dass ich mich dafür entschieden habe. Ja, und dann ist natürlich die Reichweite und der Verbrauch von so einem Auto. Und die Reichweite hier vom Model S, die liegt so laut WLTP bei ungefähr 650 Kilometern. Das würde in der Realität wahrscheinlich nicht ganz zu erreichen sein, aber es ist ganz klar, dass das Model S eines der effizientesten Elektroautos ist seiner Klasse. Man muss ja bedenken, wie groß das Ding ist. Das ist über 5 Meter lang und 2,13 Meter breit mit Außenspiegeln. Also es ist schon ein richtiges Schiff. Und naja, da so ein effizientes Auto zu fahren, das ist schon klasse und darauf habe ich auch großen Wert gelegt. Ja, und nicht zu vergessen die Performance. Okay, es ist kein Plaid, also ich habe hier nicht die 2,1 Sekunden, aber ich habe 3,2 Sekunden von 0 auf 100. Also es ist im Prinzip eins der schnellsten Serienautos der Welt, wenn auch nicht das schnellste. Aber hey, ich meine, mit dem überholt mich vermutlich so gut wie keiner. Nicht, dass ich so ein Raser wäre, aber es ist schon geil, wenn man so eine Performance hat, dann kann man sie auch mal nutzen, wenn man mal schnell irgendwie überholen muss oder auf der Autobahn irgendwo schnell weg möchte. Das ist schon richtig klasse. Ja, und ein weiterer Grund ist natürlich auch die Lieferbarkeit gewesen. Viele Autos in der Klasse, die dauern Monate, bis man die bekommt, wenn man die bestellt hat. Und hier bei Tesla war es so, ich habe den Wagen bestellt und tatsächlich 10 Tage später stand er bei mir vor der Garage. Unglaublich. Liegt natürlich auch daran, dass es in Amerika gerade doch jede Menge Model S auf Halde gibt, weil sie sich nicht so gut verkaufen wie eventuell gedacht. Dafür gibt es auch Gründe. Komme ich in einem extra Video dazu. Aber vor allem ein Grund war natürlich auch die Preissenkung vor 4 Wochen. Da hat Tesla ja beim Model S 10.000 Euro nachgelassen. Das hat natürlich auch noch so einen Überlegungsfaktor bei mir angestoßen, dass ich dachte, oh Mensch, jetzt ist es 10.000 Euro billiger geworden. Dann kannst du das nochmal in die engere Wahl ziehen. Und am Ende ist es eben, wie gesagt, das Model S geworden. Und ja, ich muss zugeben, ich bin mega glücklich mit dem Auto. Und es gibt aber so ein paar Sachen, die mich nerven. Wie gesagt, dazu gibt es noch ein extra Video. Ja, und jetzt seid ihr sicherlich gespannt, wie sieht der Wagen eigentlich genau aus? Und jetzt gucken wir uns den Wagen mal von innen und außen an und ich zeige euch die Features, die dieser Wagen hat. Und ich muss zugeben, es ist richtig, richtig geil. Ja, und so sieht es hier von innen aus. Es ist extrem hell durch das Riesenglasdach und durch dieses weiße Interieur. Das macht es total angenehm. Also ich fühle mich hier in diesem Wagen sauwohl und das Interieur hier bei Tesla, das ist wirklich mittlerweile ziemlich hochwertig geworden. Da gibt es eigentlich überhaupt nichts zu kritisieren. Und hier im Auto ist schon Hardware 4 verbaut mit den neuen Kameras und Radar. Allerdings wird das Radar noch nicht genutzt. Ultraschallsensoren hat der Wagen ja auch nicht mehr. Und im Moment ist es richtig, richtig kacke. Das muss man einfach mal so laut aussprechen. Denn ich habe von vorne im Prinzip null Orientierung beim Einparken. Gut, hinten habe ich die Rückfahrkameras, die sind okay. Aber vorne
keinerlei Rückmeldung. Also das ist momentan völliger Blindflug und das bei einem 5 Meter langen Auto. Katastrophal, sage ich euch. Gut, zum Glück bin ich meinen Model S ja gewohnt. Ich fahre das ja seit 5 Jahren. Ich kann das so relativ gut abschätzen, wie viel Platz ich noch habe. Also da sind sozusagen meine Augen ersetzen momentan Tesla Vision. Ich hoffe nur, dass es möglichst bald kommt. Ich musste sogar bei der Bestellung quasi unterschreiben, also einen Haken setzen, Button bestätigen, dass ich im Moment noch drauf verzichte und dass das per Software nachgerüstet wird. Damit ich Tesla nicht hinterher verklagen kann nach dem Motto, warum habt ihr mir das nicht vorher gesagt? Also ich wusste das, hab's aber trotzdem bestellt. Es ist momentan natürlich total ärgerlich und jetzt sagt er, ja, typisch Tesla-Fanboy, der redet sich das schön. Nee, ich red mir das nicht schön, das ist richtig scheiße. Aber der Rest des Autos entschädigt mich dafür, also für diese Unannehmlichkeiten. Und ich gehe mal davon aus, dass das nur temporär ist. Ja, und ihr könnt es natürlich sehen, ich habe kein Yoke-Lenkrad, sondern ich habe ein rundes Lenkrad. Das kann man ja zum Glück seit ein paar Monaten mitbestellen. Also wenn es das nur mit Yoke gegeben hätte, das Model S, dann hätte ich es tatsächlich nicht gekauft. Da hätte es so gut sein können, wie es will. Das Yoke-Lenkrad ist für mich ein absolutes No-Go. Ich mag es nicht, ich finde es unästhetisch. Für mich ist es einfach nichts. Ein Lenkrad muss rund sein. Es ist hier auch rund, es fühlt sich super gut an. Einziger Nachteil, ich habe hier auch keinen Lenkstock mit irgendwelchen Hebeln. Das heißt Gangwahl über einen Monitor natürlich, ne? Also Bremse drücken und dann vor und zurück. Und blinken und alles andere über die Tasten hier am Lenkrad. Das funktioniert auch ganz gut, man kann sich dran gewöhnen. Einziger Haken, wenn das Lenkrad über Kopf steht, dann muss man wirklich nachdenken, wo ist jetzt links und wo ist rechts. Das muss man üben, damit man weiß, okay, unten ist dann rechts und oben ist dann links. Da muss man aber hingucken und das ist natürlich auch ein Risiko, ein Sicherheitsrisiko und das finde ich tatsächlich auch nicht besonders gut. Jetzt werde ich mich mit dem Wagen erstmal ein bisschen befassen, ein bisschen anfreunden und demnächst machen wir unseren ersten kleinen Roadtrip und da seid ihr natürlich dabei. Ja, und jetzt seid ihr sicherlich total überrascht und jetzt schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr meine Entscheidung findet, ob ihr das gut findet, ob ihr das schlecht findet, was ihr eventuell an meiner Stelle für ein anderes Auto genommen hättet. Das würde mich mal interessieren. Dann aber auch bitte begründen, warum, und schreibt nicht immer nur drunter, weil Tesla scheiße ist. Das ist jetzt echt keine Begründung, finde ich. Also das muss schon so ein bisschen was Handfestes sein. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.